Willkommen in der Universitätsklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Universitätsklinikum Graz. Die Klinik befindet sich hier. Da bei Ihnen eine Bestrahlungstherapie geplant ist, erhalten Sie vorab einen Termin für das gesetzlich vorgeschriebene Erstgespräch. Kommen Sie nicht alleine, sondern bringen Sie bitte eine Vertrauensperson mit. Vergessen Sie auch nicht Ihre Lesebrille zum Durchlesen des Aufklärungsbogens zur allgemeinen Information, den Sie erhalten. Im Anschluss nimmt sich eine Ärztin oder ein Arzt ausreichend Zeit, um Sie bestmöglich über Ihre Therapie zu informieren und all Ihre Fragen zu beantworten. Deshalb wäre es gut, wenn Sie Ihre Fragen vorab notieren und zum Gespräch mitbringen. Fragen wie etwa: Was genau kommt auf mich zu? Wie lange wird die Therapie dauern? Gibt es Nebenwirkungen? Kann ich gleichzeitig eine alternative Therapie durchführen? Scheuen Sie sich nicht und fragen Sie uns alles, was Ihnen am Herzen liegt. Bei der Teletherapie erfolgt die Strahlenbehandlung von außen. Daher auch der Name externe Strahlentherapie. Die bei uns verwendeten hochmodernen Linearbeschleuniger schonen das gesunde Gewebe rund um das eigentliche Bestrahlungsareal und bieten damit Schutz vor Effekten, die Ihrer Behandlung nicht zuträglich sind. Für die Teletherapie ist eine Planungsuntersuchung erforderlich, die mittels Computertomographie durchgeführt wird. Dafür erhalten Sie einen Termin, der in der Regel nicht am selben Tag des Aufklärungsgesprächs stattfindet. Zu dieser Untersuchung müssen Sie nicht nüchtern erscheinen. Vor der CT-Planungsuntersuchung werden sogenannte Lagerungshilfen, die für die korrekte Lagerung bei der Bestrahlung notwendig sind, angepasst oder speziell für Sie angefertigt. Dies gewährleistet die stets korrekte und gleiche Ausrichtung Ihres Körpers zur Bestrahlungsquelle. Zu diesem Zweck werden außerdem Markierungen auf Ihrer Haut angebracht. Bitte machen Sie sich diesbezüglich keine Gedanken. Die Anzeichnungen dienen ausschließlich der korrekten Lagerung. Wenn Sie also zum Beispiel Brustkrebs haben, bedeutet das nicht, dass aufgrund der beidseitigen Markierung die nicht erkrankte Brust mitbehandelt wird. Die Markierungen sollten auch nach der jeweiligen Sitzung an Ihrem Körper verbleiben. Daher achten Sie bitte bei der Körperpflege darauf, sie nicht zu verwischen oder zu entfernen. Duschen Sie lieber vorsichtig und vermeiden Sie Vollbäder. Bei einer Behandlung im Kopf- und Halsbereich werden spezielle Lagerungshilfen, sogenannte Kopf-Hals-Schultermasken, benötigt. Diese bestehen aus formbarem Kunststoffgewebe und werden individuell für Sie angefertigt. Dabei werden Kunststoffgitter in warmem Wasser erweicht und über Ihren Kopf- und Halsbereich gelegt. Nach ca. 15 bis 20 Minuten ist die Maske in dieser Form getrocknet. Mithilfe dieser wird eine millimetergenaue Fixierung Ihres Kopfes bzw. Halses erreicht, die für eine präzise Bestrahlung erforderlich ist. Genauso wie in anderen Bestrahlungsregionen des Körpers werden Markierungen auf der Maske angebracht, die ebenfalls der genauen Positionierung dienen. Die Planungsuntersuchung ist völlig schmerzfrei und erfordert nur selten eine Kontrastmittelgabe. Die Untersuchung dauert zwischen 10 und 40 Minuten. Danach können Sie wieder nach Hause gehen. Auf Basis dieser Planungsuntersuchung erstellen wir Ihren individuellen Bestrahlungsplan und legen fest, wie viele Bestrahlungssitzungen erforderlich sind. Diese können je nach Art Ihrer Erkrankung und der gewählten Technik sehr unterschiedlich sein. Bestrahlungen werden grundsätzlich an Werktagen durchgeführt und können mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Der Grund hierfür liegt darin, dass die erforderliche Gesamtstrahlungsdosis in kleine, gut verträgliche Einzeldosen aufgeteilt wird. So kann sich das gesunde Gewebe zwischen den einzelnen Sitzungen erholen. Diese Therapie der vielen kleinen Schritte hat sich als besonders verträglich und zielführend erwiesen. Wichtig ist, dass Sie keine dieser Sitzungen versäumen. Am Tag Ihrer ersten Bestrahlung, die während der Mittagszeit stattfindet, erfolgt die sogenannte Ersteinstellung. Dabei werden Sie mit Ihrer jeweiligen Lagerungshilfe auf dem Bestrahlungstisch positioniert.
Mithilfe eines Raumlicht-Lasersystems werden sie anhand ihrer Hautmarkierung eingestellt. So wird dieselbe Lagerung wie beim Planungs-CT gewährleistet. Bevor die Bestrahlung beginnt, verlässt das medizinische Fachpersonal den Raum. Machen Sie sich aber keine Sorgen. Während Ihres gesamten Aufenthaltes im Bestrahlungsraum stehen Sie im ständigen Sicht- und Sprechkontakt. Die Behandlungssitzung kann also jederzeit unterbrochen werden. Übrigens sind die Strahlenbehandlungen völlig schmerzfrei, wie vergleichsweise eine Röntgenuntersuchung. Im Anschluss an diese erste Bestrahlung erhalten Sie eine fixe Uhrzeit für die folgenden Therapiesitzungen. 80% unserer Patientinnen und Patienten sind ambulant behandelbar. Sie kommen also für jede Bestrahlung in die Klinik und können danach wieder nach Hause fahren. Für den Fall, dass Sie um einen Krankentransport ansuchen möchten, können Sie dies bei Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt tun. Eine stationäre Aufnahme auf unserer Bettenstation erfolgt üblicherweise, wenn gleichzeitig mit der Strahlentherapie eine medikamentöse Tumorbehandlung erfolgt, allfällige Therapienebenwirkungen behandelt werden oder spezielle Bestrahlungstechniken durchgeführt werden. Als ambulante Patientin oder Patient haben Sie das Recht, einmal pro Woche ein Gespräch mit Ihrer behandelnden Ärztin oder Ihrem Arzt zu führen. Nutzen Sie diese Gelegenheit vor allem dann, wenn Sie Fragen zur Therapie oder möglichen Nebenwirkungen haben. Am letzten Tag der Bestrahlung findet ein Abschlussgespräch statt, bei dem Sie Ihren ersten Nachsorgetermin bei uns bekommen. Bitte halten Sie auch diese Termine in der Klinik verlässlich ein, denn sie dienen der frühzeitigen Erfassung von etwaigen therapiebedingten Nebenwirkungen und sind gesetzlich vorgesehen. Auch bei diesen Terminen beantworten wir gerne Ihre Fragen. Darüber hinaus bitten wir Sie, im Rahmen dieser Kontrolluntersuchungen Ihre Befunde von empfohlenen diagnostischen Untersuchungen mitzubringen. Wir wünschen uns, dass Ihre Therapie mit Erfolg abgeschlossen werden kann. Darum befolgen Sie bitte unsere Vorgaben gewissenhaft und scheuen Sie sich nicht, Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt noch offene Fragen zu stellen.